Miroslav Hrobak ist einer der wenigen christlichen Musiker, der es mehrmals in die YouTube-Trends geschafft hat. In der Liste werden die Videos mit den meisten Aufrufen auf der Videoplattform angezeigt. Obwohl er mittlerweile 36.000 Abonnenten hat und seine Videos bereits 12 Millionen Mal aufgerufen wurden, verdient er daran kein Geld. In der aktuellen Folge des Podcasts Idealisten schildert der 23-Jährige der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA in einem Exklusivinterview, woran das liegt. In Kanada hat die Polizei das Gebäude der evangelikalen Gemeinde Grace Life in der Provinz Alberta mit einem Zaun abgeriegelt. Grund dafür ist ein Streit des lokalen Gesundheitsamts mit der Kirche um die Einhaltung von Corona-Maßnahmen. Hunderte Menschen haben sich daraufhin vor der abgeriegelten Gemeinde versammelt, um ihre Unterstützung anzubieten. Der Pastor der Gemeinde, James Coates, war bereits im Februar dieses Jahres für einen Monat inhaftiert, weil seine Gemeinde mehrfach gegen die Corona-Regeln verstoßen hat. Wir glauben nicht, dass die Regierung die Autorität hat, der Kirche in Bezug auf die Ehrenhaftigkeit etwas anzuhängen. Wofür wir eintreten, ist das Recht, Christus in unseren Kirchen zu ehren. Was meine Zeit im Gefängnis betrifft, so war es ein gemischtes Paket von verschiedenen Erfahrungen. Von immenser Freude und Segen bis hin zu Zeiten der Verzweiflung. Ich wurde im Gefängnis gut behandelt, sowohl von den Insassen als auch von den Wärtern. Insgesamt war es eine positive Erfahrung, aber es war auch eine Herausforderung, keine Frage. Die Zeit im Gefängnis hat Pastor James Coates für die Verkündigung des Glaubens genutzt. Es war nicht leicht, mit den Wärtern in Kontakt zu kommen, denn sie hatten immer etwas Abstand zu den Insassen. Aber einige Gelegenheiten hatte ich dann doch, ihnen das Evangelium mitzuteilen. Später kamen sie sogar eigenwillig zu mir und erzählten mir von ihrem Leben und ihren Schwierigkeiten. Auch mit den Insassen auf meinen Stock konnte ich die Bibelstunden abhalten. So hatte ich viel Gelegenheit, das Evangelium weiterzugeben. Seit rund 2 Wochen treffen sich die Gemeindemitglieder wieder an geheimen Orten, um Gottesdienst zu feiern. An dem Vorfall, bei dem die Zäune niedergerissen wurden, sei Pastor James Coates aber nicht beteiligt gewesen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Versammlung. Wir waren an einem ungestörten Ort zusammen, wo wir zu unseren Herrn beteten. Wir waren also bei dem, was dort stattfand, nicht anwesend. Und wir hatten auch keine Kontrolle über diesen Bereich.